gab es einen Dämon, der in den Lüften wuchs. Man erzählte sich, wer ihn jemals herausfordert, muss sterben. Man erzählte sich, die Kontrollinstrumente würden blockieren, die Flugzeuge heftig herumwirbeln und schließlich zerschellen. Der Dämon lebte bei Mach 1 auf dem Machmeter. Das heißt, bei 1200 Kilometer pro Stunde. Da, wo die Luft nicht mehr ausweichen kann. Er lebte hinter einer Mauer, von der es hieß, dass kein Mensch sie je durchdringen kann. Sie nannten sie die Schallmauer. Da, wo die Luft nicht mehr ausweichen kann. Sie nannten sie die Schallmauer. Da, wo die Luft nicht mehr ausweichen kann. Die Schallmauer. Da wurde